gerne nach vorne zum Richterturm. Die 158 erwarten wir dann. Le Dedern mit Annika Schweps, Reitverein Rostocker Heide.
dieser Prüfung die 274 NG mit Maxi Hermelin bereit und fahre ein Brunner Wiegelgrund. Federfrei in den... Auf dem zweiten Platz die 117 Cantari mit Thea Emily Barto, Reitsportverein Versico, fehlerfrei in 27,24 Sekunden. Dritter wird die 109 Gonta mit Elisa Pingel, Reit- und Fahrverein Pro-Navi. Fehlerfrei 27,45 Sekunden. Auf dem vierten Platz die 62 Crazy Boy mit Anne Michel, Reitverein Parentin, fehlerfrei 30,74 Sekunden. Fünfter wird die 81 Dori Doro mit Corinna Kunzig, Reitsportverein Versico. Ein Fehlerpunkt für Zeitüberschreitung in der zweiten Phase, 34,43 Sekunden. Sechster wird Ceres mit Nele Kohlitzer, Reitsportclub Elmenhorst. Auf dem siebten Platz Grandessa, die 267 mit Lisa Marie Rogatschow. Achter wird die Ora mit Sophie Goldenbogen, Reit- und Fahrverein Katzenow. Neunter wird Goofy mit Rieke Just, Reit- und Fahrverein Pro Navig. Und auf dem 10. Platz Travolta mit Kim Caroline Eckert, Reit- und Fahrverein Katzenow. Für die Starter in der nächsten Prüfung, wir beginnen mit ca. 10.15 Uhr bis 10.20 Uhr, eher 10.20 Uhr, die Parcoursmannschaft ist noch am Umbauen, also 10. Rostocker Sport ist jetzt dran. Hast du schon geritten oder bist du noch dran? Ich bin schon geritten, schon zweimal, aber ich bin auch noch dreimal dran. War bis jetzt nicht so gut. Meine Kleine hier war ein bisschen aufgeregt. Ja, und sie, ihr hatte ich ein bisschen Pech. Einmal gleich stehen geblieben am ersten Sprung. Aha. Aber wir haben ja nachher nochmal einen zweiten Versuch. Und heute Abend auch dabei? Nee, heute Abend nicht. Alle sagen, wer ist denn heute Abend überhaupt noch hier? Ist da gar keine mehr heute Abend. Ich muss nach Hause. Ich habe zu Hause noch eine tragende Stute. Aha. Die wartet auf mich. Die ist schon zwei Wochen über dem Termin. Und oh. Das heißt, irgendwann holen oder wie ist das denn? Nö, warten. Warten, nicht holen? Nö, warten. Leider. Schöne Löckchen. Ja. Na gut, dann wünsche ich noch viel Erfolg. Das Ergebnis für Nico Prange, 4 Fehlerpunkte in 53,94 Sekunden und eine Information für die aktiven Reiter dieser Prüfung. Die erlaubte Zeit wird auf 59 Sekunden heraufgesetzt. Und damit korrigieren wir das Ergebnis für Dirk Dufner, nicht 2,5 Strafpunkte, sondern 2,0. In der Bahn ist jetzt Saira Gazin von Pferdesportverein Mühle-Alkalin mit Aphrodite. Wir sind jetzt in Elmhorst auf dem Reitplatz. Neben mir steht der Herr Begger, der reitet schon seit 62 Jahren und heute haben wir das 50. Turnier.
Herr Berger, erzählen Sie uns mal ein bisschen was über den Reitsportverein, wie es angefangen hat, wie Sie angefangen haben, wie es alles so losging. 1963 habe ich angefangen mit dem Reiten, der erste Tag GST. Ne? Dann war so Sportgemeinschaft, und dann haben wir Bockwurstreiten gemacht, außer den Dreck haben wir mitgemacht. Ne? Ja, ja, wirklich. Ne? Und da ging es immer so weiter. Ja. Und nun heute 50 Jahre hier. Ja. Und mal so ein bisschen so, mal so zurückblicken. Ist es heute einfacher wie früher? Nee, einfach so kein Fall. Einfach ist es nicht mehr. Also ich kann vielleicht ergänzen dazu. Ja, Herr Becker war ja ein erfolgreicher Springreiter auch. Hatte mit seinen beiden Pferden Förster Achmed und Achmed sehr gute Pferde. Es wurde über die GST geritten, wie gesagt 1963 zum Beispiel in Bremerhaven, ganz groß. Vorspiel, ne? Aber seit 50 Jahren eben hier auf diesem Gelände oder ein Stück weiter noch. Ein alles Turnier nach dem anderen, jedes Jahr eins. Alles mit aufgebaut. Das ist ja schon eine Leistung. Ja. Dann ist ja goldene Hochzeit hier. Ja, Pferde gekauft und immer so hin und her. Ne? Einmal ein Pferd weg, dann muss geschlachtet werden. Hast du dir neue gekauft? Ne? So ging das immer. Ja, nun haben wir ja heute ein bisschen Pech hier mit dem Wetter. Ne? Ja. Wie ist der Tag eigentlich so gelaufen heute? Doch, also nicht mal, nicht mal ehrlich jetzt. Nicht der Tag ist sehr gut gelaufen. Wir hatten fast 800 Zuschauer. Ja. Man muss immer davon ausgehen, dass es Sonnabend ist. Sonnabendvormittag kaufen die Leute noch ein, sind unterwegs und die ganzen Jugendweit, die Prüfungen bis zum Frühlingsspringen haben wir fast alle trocken durchgekriegt. Wollen wir, geht der Meister denn selbst noch reiten? Ich reite ja noch mal rauf. Ja, wenn wir so im Gelände mal reiten, sonst nicht. Ne? Jeder, er hat ja auch bei mir geritten früher. Ne? Wir haben ja alle mal angefangen. Nee, nee, ich habe viel geritten, ganz ehrlich. Heute nicht mehr? Nee, heute nicht mehr. Er ist 76 Jahre, der Mann, der Reitersmann. Und bekannt in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Man hat es ja gesehen, jeder kennt ihn. Habe ich heute Morgen schon gesehen. Naja, kommen wir viel rum, ne? Und Turniers bin ich fast auch immer, ne? Auf jedem Turnier? In Mecklenburg-Vorpommern? Nein, nicht oder jede. Auch so, naja, ja, aber auch so ein bisschen die Grenzen runter Richtung, ja, Süden, ja, auch mal. Ja, unsere Region hier. Unsinn, ne? Wie lange geht die Planung jetzt schon zum 50. hin hier? Schon länger geplant oder einfach so? Nee, nur, wir haben jedes Jahr haben so gemacht und zusammen der Betrieb wollte da hier auch von Ermos, ne, Kollege Wiech und und die Gemeinde hat mir auch ein bisschen geholfen. Meistens hat Walter Scholz mir geholfen, der hier neben mir steht. Ja, alleine kann ich das nicht machen, um Gottes Willen. Nee. Also, wenn ein Turnier Pfingsten vorbei ist, wird das nächste gemacht. Und da es immer Pfingsten ist, gab es schon mal vor 5-6 Jahren, dass wir gesagt haben, wir setzen mal ein Jahr aus, aber wir würden nie wieder den Termin bekommen. Ja. Pfingsten. Da würden sich andere Vereine sofort drauf stürzen und würden sagen, dann machen wir Pfingsten. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen durch. Es kommt ja noch hinzu, dass wir auch schon 10-mal einen Tag des Pferdes gemacht haben, Ende September, Anfang Oktober. Da haben wir letztes Jahr aber auch mit aufgehört, weil es zu viel Aufwand ist. Wir haben jetzt im neuen Landkreis Vorpommern-Rügen über 40 Reitvereine, aber 8 oder 9 machen nur ein Turnier. Ja. Und die anderen kommen meistens dann oft einmal und schimpfen auch nur, ne? Das gefällt dir nicht und das. Aber wir haben heute hier Leute, das kann ich ganz mit Stolz ja sagen, aus dem Bereich Hamburg, zum ersten Mal hier und die sind so total begeistert, schon die ersten Stunden, wo sie jetzt haben gesagt, so was hätten sie nie gedacht, dass in so einer Region hier so ein ländliches Turnier so toll ist. Die halten noch mehr zusammen. Ja, das ist auch richtig. Wir halten aber auch zusammen hier, ne? Ja, nee, wir halten zusammen. Muss man heutzutage auch. Ja. Und dann machen wir heute Abend noch ein bisschen Party hier, habe ich gehört. Ja, nach dem Flutlichtspringen, es wird ja mit Stechen sein, das heißt, die Besten müssen nochmal eine Runde drehen, verkürzter Parcours. Weniger Hindernisse nach Zeit, also ohne Fehler. Das ist nochmal ein Höhepunkt und dann kommt ja auch Stralsund nachher noch als Überraschung für die Gäste eine Lasershow. Ja, dann lassen wir ja mal ein bisschen überraschen. Ja. Ja. Ja, Überraschungen gibt es auch noch, aber da wollen wir jetzt noch. Da wollen wir nicht drüber reden. Über die drüber reden, da reden wir später drüber. Da reden wir später drüber. Ja. Da weiß ich Na, Herr Becker muss ja alles wissen. Muss ja auch nicht. Gut, dann wünsche ich noch maximale Kampferfolge für die nächsten Jahre. Wie sagt man beim Pferden, immer gut ritt oder wie sagt man? Hals und Beinbruch. Ja. Hals und Beinbruch muss auch, ja. Ja. Na gut, dann wollen wir mal sehen, was das wird. Viel Erfolg für den heutigen Abend noch. Wir werden es schon hinkriegen. Frau Hopp, Sie sind aus Elmenhorst. Ja. Wie finden Sie denn den Reitsport hier? Ja, ganz gut. 50 Jahre jetzt ja nur ja schon? Ja. Toll. Sind Sie auch schon mal geritten? Nein. Nee? Nein. Und Sie wohnen gar nicht so weit weg hier? Nee,
bloß ein paar Meter. Da hätten Sie doch mal ein Pferd schnappen können und einmal so ein bisschen über die Jahre mal üben können. Ja, hätte ich. Das wird aber unsere Enkeltochter. Das macht die Enkeltochter. Das möchte sie. Die ist jetzt ja erst 2,5, aber die möchte reiten. Wenn die Pferde sieht, ist sie ganz verrückt. Ja, muss ja Nachwuchs her. Ja. Man findet ja keinen Nachwuchs mehr heutzutage. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Aber wir wollen hoffen, dass bis Nachwuchs hierher kommt noch. Ja. Weil Reiten ist ja auch ein teures Hobby. Ja. So, dann wollen wir mal hoffen, dass dann heute Abend alles gut geht hier. Ja, das toi 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 sagen. Dass der Regen bis dahin aufhört. Aufhört, ne? Wenn die ganze Show hier beginnt. Ja, wir sagen toi toi toi. Und wünschen dem Reitverein alles Gute und viel Erfolg. Auf die nächsten 50. Prost. Genau. Du hättest umschwenken müssen eben. Das hast du eben nicht gesehen. Na, dann bedanke ich mich. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Bei Sekt? Ja. Gibt's ja nachher bald. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen alljährlich zum traditionellen Flutlichtspringen. Dies Jahr ist es etwas anders. Aus dem einfachen Grunde, wir feiern alle zusammen mit Ihnen. Und zwar 50 Jahre Reit- und Fahrverein Elmhorst. So, und bei so einem Jubiläum ist es natürlich so, man bringt sich eine Assistentin mit. Das ist heute Abend meine kleine Assistentin, das ist Alina. Ich denke mal, da gibt es erstmal einen kleinen Applaus, nicht so aufgeregt. Und ich finde, das ist doch, das ist doch wie schöner, wenn Sie so vergleichen, der Lanz hat die Zit aus Massar und ich habe Alina. So. Passt doch, oder? Aber, wie gesagt, 50 Jahre ein Elmhorst. Jetzt streikt die Technik, jetzt müssen wir uns so hinstellen, Alina. Und deswegen habe ich mich dazu durchgerungen, heute nicht zu reiten. Ich will Sie damit verschonen. Denken Sie an letztes Jahr, da habe ich so einen hier rumgeritten oder versucht zu reiten. Da, nee, nichts mit Applaus. Da war die Bremse kaputt. Aber deswegen lassen wir heute mal zwei junge Männer hochleben, meine Damen und Herren. Ohne diese beiden zumindest. Einer ist dabei, der 50 Jahre auch dabei ist, den Reitverein mit gegründet hat und immer wieder, wie sagt man so schön, die gute Seele des Hauses war. Und was die Alina, was das mit der Alina noch auf sich hat, das sage ich Ihnen dann nachher. Jetzt bitte ich es einmal einzufahren mit Ihrem Applaus, meine Damen und Herren, Horst Becker und Walter Scholz. Meine Damen und Herren, wir erleben hier in Elmhorst gegenwärtig das 50. Reitturnier. Welch eine Zahl! Nur ganz wenige Orte in unserem Bundesland können da mithalten. Ich bin dankbar, dass ich rund 25 dieser Veranstaltungen selbst live miterleben durfte. Viele Turnierorte stiegen auf wie Phönix aus der Asche und sind längst wieder untergegangen. Blicken wir nur auf Trinwiller Saar. Nicht so in Elmenhorst.
Hinter solch einer Entwicklung und Tradition stehen Menschen. Und einer dieser Menschen, der als Pionier des Pferdesports in Elmenhorst gilt, ist Horst Becker. Schotter, wie ihn seine Kumpel aus früherer Zeit nennen oder nannten, ist das Urgestein von Elmenhorst und der blaue Arbeitskittel, die Schirmmütze und Stiefel sind oder waren seine Markenzeichen. Selbstlos hat er sich von Anfang an und vor allem in der schweren Zeit des politischen Umbruchs für die Belange seiner Reiter, für den Erhalt der Pferde und für dieses Turnier eingesetzt. Er fand weitere Mitstreiter wie Silvia Völzke, die nun seine Ehefrau ist, Daniel Grave und weitere, die Leistungsträger des Vereins wurden und denen er das ABC des Reitens beigebracht hat. Und er traf auf Walter Scholz aus Grimmen, der damals im dortigen Amt für Sportfragen zuständig einen Fimmel für Elmenhorst, seine Pferde und das Turnier entwickelte und auch nach der Pensionierung weiter anhält. Ohne ihn wäre die Entwicklung der letzten 22 Jahre nicht so verlaufen, wie sie ist, weil er sich im Hintergrund sehr stark für die Gewinnung von Sponsoren einsetzt, ohne die Turniere heutiger Zeit nicht durchführbar wären. Hilfe erhält der Verein auch von der Agrargesellschaft im Ort. Diese Menschen, und es gehören zahlreiche weitere dazu, die hier nicht alle genannt werden können, haben die Elmenhorster Pferdetage zu Pfingsten auch für die Gemeinde und für Sie, meine Damen und Herren, als treue Besucher bis zum heutigen Tag erhalten. Dafür sagen wir, die Reiter, die Offiziellen und die Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern, die ich vertrete, danke. Danke vor allem dir, Horst, denn es ist dein großer Verdienst. Einige blicken heute etwas wehmütig auf die Anfänge zurück, als der Gemeinschaftssinn noch ein anderer war, als man gemeinschaftlich mit primitiven Mitteln, selbstgemachten Reitsachen und alten Sätteln zum Turnier zog. Ja, es war auch eine schöne Zeit. Horst Becker immer mittendrin, mit der heutigen hektischen Moderne nicht zu vergleichen. Das sagt uns, dass Konsum nicht alles ist. Dies sollten vor allem die junge Generation beherzigen. Weißt du noch, Horst, als du mit Ahmed und Förster in den Parcours früherer Jahre unterwegs warst? Auch Adrian, der von Uwe Peters und Marion Simon geritten wurde, und die unvergessene Damastfahne gehörten zu den Pferden der Anfangszeit. Bereits mit 14 Jahren saß Horst Becker im Sattel, lernte bei einem Einzelbauern und arbeitete später in der LPG. Pferdesport bedeutete damals auch Reiten in der Gesellschaft für Sport und Technik, Tonnen abschlagen und Ringstechen bei Volksfesten. Damals gehörte der Grimmener Gerd Dürkorb, der Fuchsdorfer Walter Kopperschmidt und Hartmut Platzek, Landstallmeister im Ruhestand heute, zu seinen sportlichen Kontrahenten. Auch mit Joachim Thoms, der in Griebenow bei den Pferden wirkten, verbanden Horst Becker gemeinsame Jahre. Einige weilen leider nicht mehr unter uns. 1991 kaufte Horst Becker einen Teil der Pferde von der LPG und legte damit nach der Wende einen wichtigen Grundstein für den Kinder- und Jugendsport im Ort. Ein alter Rinderstall wurde zur kleinen Reithalle umgebaut, in anderen Stellen entstanden Boxen. Man konnte ein paar tausend Quadratmeter Land erwerben und schloss mit der Gemeinde einen Vertrag. Willi Becker, Bruno Divock
Horst Krull oder Lord Steinert halfen bei den schweren beim schweren Neubeginn. Auch auf dem Kutschburg schwang sich Horst Becker lange Jahre, wenn eine Hochzeitskutsche oder ein Kremser benötigt wurde. Für seine ehrenamtliche Arbeit wurde er im Jahre 2000 mit der Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten geehrt. Im letzten Jahr erhielt er die Ehrennadel des Landesverbandes Pferdesport. Lieber Horst, bleib uns noch viele Jahre erhalten und bewahre dir bei guter Gesundheit deine schöpferische Unruhe. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommt meine kleine Assistentin zum Zuge. Sie ist das jüngste Mitglied im Reitverein Elmhorst, meine Damen und Herren. Und ihr ist es ein Bedürfnis, dem Chef ein paar Blumen zu überreichen, richtig? Okay, dann macht das. Alles gut? Ja, meine Damen und Herren, mir bleibt natürlich, ich kann mich dem nur anschließen, dass das alles war, das ist alles richtig. Wir freuen uns, die Reiter, die Richter, alle, wie wir jedes Jahr hier zu euch kommen dürfen, dass wir immer zwei ganz, ganz tolle Tage bei euch erleben können. Die Gastfreundschaft wird hier sehr groß geschrieben. Sie, meine Damen und Herren, sind ein ganz treues Publikum. Und ich bitte jetzt einige Sponsoren mal auf den Platz hier in der Mitte zu uns. Wir haben das Bedürfnis, mit Ihnen anzustoßen. Und zwar von der Agrargesellschaft, Herr Norbert, mich oder nicht. Wenn Sie da sind, kommen Sie einfach her. Frau Petra Lockenwitz, Frau Dr. Marita Henz, seien Sie nicht so ängstlich, kommen Sie einfach rein. Frau Marion Lender, Herr Dirk Kopp, kommen Sie rein. Nicht so bescheiden, einfach rein. Sie sind schon da. Jawohl, vielen herzlichen Dank. Herr Klaus-Dieter Pietrich. Herr Kempel, Euer Kempel vom Autohaus. Und? Kommen Sie nicht so bescheiden. Meine Damen und Herren, unterstützen Sie doch unsere Sponsoren mal mit Applaus. Harry, kommt doch mal. Die machen das Portemonnaie auf. Na, Sie sind so bescheiden, immer im Hintergrund. Muss ich wohl mit dir schon am Eintrinken? So, das noch nicht genug. Wenn Sie sehen, meine Damen und Herren, Herr Pietrich, der Eismann, der fehlt uns auch noch. Und Sie sehen, nehmen Sie ruhig ein Glas, nehmen Sie die Flasche, die ist für zu Hause. Ne, die ist für zu Hause. Trinken du mir jetzt hier so ein leckeres Tröpfchen. So, meine Damen, meine Herren, alle, die dazugehören, Herr Scholz, Becker, bitte. Alle dann, wenn denn richtig. Die Parcours-Mannschaft, wo haben wir sie? So, jetzt habt ihr zwar die Hände frei, aber das kommt noch was. Ich stoße auch an. Die beiden Fahrer. Was, ich? Herr Scholz, Sie sind doch Gast jetzt. Ah ja. Na, ich hab jetzt was mit. Jetzt lasse ich diese teure Hostessen einfliegen, muss man trotzdem alles alleine machen. Hättest du auch machen können, Mäuschen, oder? Hallo, hat der Parcourschef auch was? Die Parcoursmannschaft? Ja, die haben. Alles die. Richtig. Thomas nicht? Auch für Thomas kann der Trick hinein. So, meine Damen und Herren, erstmal herzlich willkommen noch einmal, dass Sie alle da sind. Auf das Wohl von Horst Becker und Walter Scholz und auf die vielen fleißigen Helfer vor und hinter der Kamera. Und den Kulissen. Zum Wohl. Du kriegst nichts, aber das fahren wir nicht. Der ist köstlich, Franz, wa? Hältst du mal den anderen Zettel mal fest? Ich guck mal hier den Arm. So, sehen Sie? Haben Sie auch ein Glas? Sie trinken keinen. Aber nur die Flasche? Nur die Flasche? Und dann bitte. Rosi? Hast du auch? Auch nichts. Mensch, du bist doch sonst nicht so bescheiden. Du bist doch sonst nicht so bescheiden, Rosi. Prost, auf dein Wohl. Aber Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben hier noch drei Damen, die haben so ganz tolle Körbe in der Hand. Und jetzt kommt das, was keiner wusste, außer ich.
ein Präsentkorb, der ist für Horst. Horst, der ist für ganz alleine für dich. Ob nur mit deiner Frau, das sei dir überlassen. Und wie gesagt, der Franz sagte das auch, es ist gar nicht genug zu erwähnen, die Arbeit, die man gar nicht so merkt, im Hintergrund von unserem lieben Walter Scholz. Er ist derjenige, der viel im Hintergrund strickt, Sponsoren findet und. Ohne diese Sponsoren, meine Damen und Herren, würde so ein Event gar nicht stattfinden können hier bei Ihnen. Und Sie sehen, es hat auch aufgehört zu regnen. Walter, der Präsentkorb ist für dich. Der kommt von Herzen, von allen deinen Freunden. Und der Applaus kommt von Ihnen, meine Damen und Herren. So, einen haben wir noch, einen Präsentkorb. Und der ist nicht für mich, mit Sicherheit nicht. Ich habe es auch nicht verdient, aber ich weiß, wer ihn verdient hat. Für seine langjährige Treue, dass er hier den Verein so toll unterstützt, mit Rat und Tat. Und auch als Parkour-Chef. Herr Vigo! Er ist vom Reitverein, mein Freund. Das hat er nicht gewusst. Das hat der Verein so gewollt und so machen wir das auch. So soll es sein. Und es gibt noch eine kleine Überraschung, die ist denn für Silvi und für Horst und mir wurde gesagt, wo haben wir sie? Ach, da sind sie! Extra gebacken wegen Kuchen und Torte. Horst, die kannst du verteilen, wenn aufgeräumt sind am Montag. Hier, kommen Sie. Da. Für dich und deine Frau. Silvi sitzt auf dem Pferd. Die bereitet sich schon vor. Wir kommen ja in wenigen Augenblicken, meine Damen und Herren, zum sportlichen Höhepunkt. Passt das nicht? Jetzt wird die Torte verteilt. Horst, die zum Aufräumen. Ne, dann haben die nicht umsonst ihr Geschenk. Brauchst keine Angst haben. Da hat alles seinen Hintergrund. So, wir hoffen alle, dass die Überraschung gelungen ist. Meine Damen, meine Herren, zwar vielen herzlichen Dank auch für die Unterstützung alljährlich hier auf dem Turnier. Und wenn Sie jetzt so in die Richtung schleichen, dann kriegen Sie natürlich auch nochmal einen Sonderapplaus von unseren Besucher hier. Gehe ich mal von aus. So. Und jetzt kommt natürlich das, was kommen muss. Horst, warte, jetzt kriegt ihr genauso eine Ehrenrunde wie die Reiter auch. Und richtig. Und dann fahrt ihr mindestens zweimal am Publikum vorbei. Und Sie, meine Damen und Herren, lassen unsere beiden speziellen Gäste und meine kleine Assistentin, die muss ich auch mitschicken. Verein Katzenhof. So, wir warten dann die 36. Carpe Diem und Antje Malek. Wo haben wir sie? Und das hat sich nicht nur rumgesprochen bis nach Berlin-Brandenburg, meine Damen und Herren, sondern auch bis nach Hamburg. Herzlich willkommen aus Hamburg, Victoria. Da kommt sie. Auch sie reitet das erste Mal. Meines Wissens nach ist die junge Dame noch nicht
13 ist sie. 14 Jahre, die Victoria. Herzlich willkommen, toi toi toi. Geh davon aus, alles wird gut. Und wenn du wieder nach Hamburg zurückkommst, dann sagst du, in Mecklenburg, in Vorpommern, könnt ihr Turniere machen, ich sage dir. Jetzt hier im Stall bei den Hamburgern. Ein Hamburger Dön, ne? Mhm. Gut. Du bist die? Wie? Victoria Lieberanz. Victoria Lieberanz. Du kommst aus Hamburg? Nee, aus Dett? Nee, ich komme aus Hamburg. Aus Hamburg, ja. Direkt. Bentorf. Und das erste Mal hier beim Springbein oder beim Nacht? Genau. Oder ja, als erstes Flutlicht und das erste Mal hier in der Gegend. Und gefällt dir hier? Ja. Du hast ja nur eine ganz tolle Geschichte gehabt, Mensch. Das erste Mal dabei, neues Pferd. Ja. Dann hast du ja wunderbar hingekriegt. Danke. Du hast ein neues Pferd, das reitet ja gut. Mit Zöpfe. Ja, hat meine beste Freundin gemacht. Ja, bestimmt. Ihr seid ja auch das erste Mal hier, ne? Genau. Wie seid ihr da drauf überhaupt gekommen? Wir haben nach Turnieren gesucht und dann habe ich so gelesen, dass es ein Flutlichtspringen und ich dachte, das wäre so ein bisschen nicht so weit weg. Und habe dann halt den Ort vertauscht und dann habe ich zu Papa gesagt, Papa, nenn das mal, das ist Flutlicht, das wollte ich ja eigentlich mit meiner Stute springen. Aber die ist jetzt krank geworden und ja, dann hat Papa die anderen Springen alle auch noch dazu genannt und dann seid ihr hier gelandet. Ja. Sie haben, ist ja toll. Sie haben nicht gewusst, dass Elmenhorst so weit von Hamburg weg ist, weil es bei uns auch in der Nähe von Mölln ein Elmenhorst gibt. Elmenhorst gibt es ganz viele, Rostock, ja. Gibt es auch noch mal einen Elmenhorst. Richtig, und das haben wir erst dann zu spät erfahren, dass das der letzte war, der weiteste. Aber vor 5 Wochen war sie mit ihrem anderen Pferd auf der Insel Pöhl zum Reiten. Das ist die mit dem Haarriss, die, ne? Ja. Die Stunde, ja. Die haben wir auch von Plath gekauft. Ja. Und auch ein ganz tolles Pferd, da war sie auch zweimal platziert und zweimal erste Reserve. Hat einen Fehler gemacht, ne? Aber die reitet stilistisch sehr gut. Hat sie gut gemacht. Wir wollen morgen, hat sie noch 2 Rennen, morgen früh, ne, um 9 und um 11. Und dann geht es wieder Richtung Heimat. Dann ist Pfingst gelaufen. Dann ist Feierabend. Dann machen wir die Beine hoch. Wenn noch geht, ja. Kommt drauf an, was heute Abend noch passiert am Stand. Und wir wünschen dir weiter viel Spaß, viel Glück hier. Dankeschön. Und dass wir dich beim nächsten Mal wiedersehen hier. Bestimmt. Herzlichen Glückwunsch einmal an den Sieger, Glückwunsch an die Platzierten und jetzt sind Sie alle da, wie Sie hier sind, meine Damen und Herren. Sie waren ein tolles Publikum heute Abend. Kompliment, Sie haben richtig durchgehalten, Sie haben mitgemacht. Jetzt feiern Sie noch einmal den Sieger und die Platzierten und ich und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Ansonsten eine gute Nacht und bis morgen früh. Auf geht's!